Neukundengewinnung über Social Media für Fachfirmen in der Metallbranche im B2C-Bereich, also sprich Produkte an den Endkunden. Genau darum soll es heute in diesem Video gehen und mein Name ist Roland Sonnleitner. Ich bin Geschäftsführer der Sonne Solutions GmbH aus Christkirchen. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur, Performance-Marketing-Agentur und wir haben uns spezialisiert auf die Metallbranche für das Thema Mitarbeitergewinnung und Neukundengewinnung. Und warum habe ich überhaupt die Berechtigung, über das Thema zu sprechen und auch für die Metallbranche? Ich war selbst 17 Jahre in der Metallbranche tätig. Ich bin Werkmeister und war eben 17 Jahre in dem Bereich tätig, vom Lehrling bis zur Führungskraft und mittlerweile 8 Jahre im Online-Marketing, wo ich andere Unternehmen jetzt eben betreuen darf, begleiten darf, ihr Online-Marketing besser aufzustellen, ihr Online-Marketing zu optimieren, Social-Media-Marketing zu optimieren, sodass es nicht nur Zeit kostet und Likes bringt, sondern dass damit Ergebnisse passieren, sprich messbares Marketing passiert. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Bevor wir aber starten, warum spreche ich heute über Neukundengewinnung über Social Media für Fachfirmen in der Metallbranche im B2C-Bereich? In der Vergangenheit, das habe ich einfach gemerkt, so in den letzten 2, 3 Jahren war das größte Problem, es ist auch immer noch das größte Problem, das Thema Mitarbeiter. Ja? Das heißt, wir helfen nach wie vor Unternehmen bei der Personalgewinnung, bei der Mitarbeitergewinnung durch Social Media, durch messbares Marketing. Und so in den letzten Wochen spüren es einige, das höre ich von vielen, vielen Geschäftsführern und vielleicht auch geht es dir jetzt gerade ähnlich, wo du dieses Video schaust, dass sie einfach, dass die Aussagen sind, ich bin nervös und ich habe Angst vor der Zukunft und die meisten leben noch vor, weil 2022 so ein extrem gutes Jahr war, leben noch von den Aufträgen von 2022, arbeiten die noch ab, merken eben aber auch gleichzeitig, dass jetzt 2023 weniger Anfragen kommen. Ja? Und speziell so in mittelständischen Unternehmen einfach auch. Ja? Und das macht natürlich nervös und unsicher. Und das höre ich immer wieder, diese Aussagen. Ich bin nervös, ich bin unsicher, habe Angst vor der Zukunft, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Darum weiß ich nicht, ich habe jetzt sehr, sehr viel Arbeit, soll ich aber Mitarbeiter einstellen, weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Und genau hier möchte ich jetzt die Lösung dir an die Hand geben, weil du wahrscheinlich in der Vergangenheit dir nie darüber Sorgen machen musstest, dass neue Aufträge ins Unternehmen kommen, sondern das größte Problem in deinem Unternehmen waren immer Mitarbeiter und interne Prozesse. Und was halt jetzt noch dazu kommt, das ist das Thema Aufträge aufgrund der Situation, die wir halt jetzt sozusagen haben. So. Ich würde dir aber sagen, dass das jetzt auch genau ein Riesenvorteil für dich sein kann, um dich in deiner Region von deiner Konkurrenz abzuheben, um dich als Platzhirsch hier wirklich zu positionieren und die Aufträge, die einfach da sind, dass 80% davon du abgreifst. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Und da starten wir jetzt direkt los. Ja? Und zwar, es gibt, wenn wir über Social Media Marketing sprechen, ja, ich spreche heute mal nur über Social Media Marketing und nicht, was sonst alles im Online Marketing noch dazu gehört, Google Marketing und so weiter, sondern rein mehr über Social Media Marketing, weil das meiner Meinung nach, wenn natürlich die Suche nachlässt, wenn du nicht mehr suchen kannst, über Google nicht mehr abgreifen. So. Das heißt, du musst die Menschen erreichen, die nicht aktiv suchen, aber dran denken, dass sie zum Beispiel sagen, hey, ich bin aber eigentlich, ist meine Poolabdeckung, ja, die ist eigentlich kaputt, eigentlich sollte ich die wechseln, ja, aber kostet wieder einen Haufen Geld und so weiter. Und die suchen noch nicht danach. Ja? Oder wenn du sagst, okay, ich möchte eigentlich einen Carport, aber ich habe vielleicht gerade keine Zeit zu suchen oder finde so viele Ergebnisse, dass ich nicht weiß, wo ich anrufen soll,
oder kenne halt keinen in meiner Region, so, weil vielleicht bin ich neu hergezogen, weil ich neu Haus gebaut habe. Also im Endeffekt geht es hier wirklich um, in erster Linie wirklich um, ob es jetzt ein Winter, ja, ob es jetzt, es gibt alle Produkte im Endeffekt, um da jetzt nicht alle Produkte jetzt einzeln zu nennen, die sich so rund ums Haus bewegen. Ob das jetzt Sonnenschutz ist, ja, ob das eben, wie gesagt, Wintergärten sind in diesem Bereich, alles, was klassischer Metallbau ist, ja, aber auch Handel in dem Bereich ist, ja, was sich so rund ums Haus im Endeffekt bewegt. Und das funktioniert halt extrem gut, ob es Heizungsanlagen zum Beispiel sind, ja, da kannst du halt extrem gut über Social Media abgreifen. So. Um jetzt aber direkt einzusteigen, Social Media Marketing teilt sich in zwei Bereiche. Das ist das einmal das Content Marketing. Content Marketing, das ist halt, wo du sagst, okay, ich habe vielleicht, du machst das selbst intern oder hast eine Agentur, die dir laufend neue schöne Sujets, Bilder macht, schöne Texte erstellt und so deine Facebook-Seite mit Informationen, deinen Instagram-Kanal vielleicht mit Informationen befüllt, ja, und Leute reagieren drauf. Leute aus deinem Netzwerk in deiner Region reagieren drauf, teilen das, liken das, kommentieren das. Also das ist einfach, wenn du das richtig machst, dann kommt das einfach gut an. Und deine Botschaft wird nach außen getragen. So, das ist das Content Marketing. Ich komme aber gerne noch speziell noch drauf ein. Und der zweite Punkt, das ist dieses spezielle Performance Marketing, also messbares Marketing. So, und jetzt erkläre ich dir kurz die Unterschiede. Was wir machen, ist messbares Marketing, Performance Marketing. Das heißt, wir setzen gezielt bezahlte Werbung ein, um über Social Media Marketing, über Meta, über Facebook und Instagram genau die Menschen in deiner Region zu erreichen, die dich noch nicht kennen. Ja? Und so, und jetzt kommt auch schon ein Unterschied. Im Content Marketing, wenn du laufend post und vielleicht ab und zu mal ein paar Euro Geld drauf schickst sozusagen und dein Post quasi boostest, ja, oder mal ein bisschen Reichweite verschaffst mit ein paar Euro, dann bekommt das viele Likes und so weiter. So. Von Likes kannst du dir aber halt nichts kaufen und du bekommst halt nicht mehr Umsatz dadurch. So. Und deswegen ist es ich möchte nicht sagen, dass Content Marketing schlecht ist. Content Marketing ist die Basis, es hängt immer von deinem Werbebudget ab. Aber wenn es dein Ziel ist, Neukunden zu gewinnen über Social Media, im Endkundenbereich und du ein eingeschränktes Werbebudget hast und dir nicht beides sagst, ich habe die Zeit dafür für Content Marketing, so, und mache jetzt einfach auch noch wirklich eine klare Strategie, und da komme ich jetzt drauf ein, wie unsere Methode, nämlich die Funnel-Formel-Methode, genau funktioniert, um messbares Marketing zu machen, um messbar Neukundenanfragen mit Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, die gezielt schon auf deinen Anruf warten, zu bekommen, sodass du genau weißt, ich habe x Euro ausgegeben, x Euro Zeit investiert und habe so viel Umsatz gemacht. Im Content Marketing investierst du Zeit, weil natürlich das Erstellen der Texte, der Bilder, der Sujets und das Aufbereiten, das Planen der ganzen Posts sehr, sehr viel Zeit natürlich beansprucht. Das ist wichtig, ja. Aber ich sage dir nur, wenn du schnell Ergebnisse möchtest, dann würde ich dir empfehlen, Performance Marketing zu starten. So, da ist es nicht notwendig, dass du jeden Tag irgendwas postest, ja, sondern mit dieser Methode, mit unserer Funnel-Formel-Methode, geht das eben genau so, dass du dann wirklich gezielt aus deiner Region Neukundenanfragen gewinnst. Ja? So, das ist jetzt mal der Unterschied. Ja? Wenn du da Fragen hast, poste das gerne unter dem Video in die Kommentare, dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein, sollte ich da jetzt vielleicht irgendwas vergessen haben. Ich möchte dir aber nochmal die Vorteile jetzt einfach auch geben, die jetzt speziell
Ich mache mal so, ja. In der Funnel-Formel-Methode, das heißt eine Art, wir bauen da eine Art Trichter, ja, also wir machen nicht nur wie im Content, ich schreibe mal hierher, Content Marketing, und das ist jetzt die Funnel-Formel-Methode. Im Content Marketing machst du eben, wie gesagt, Bilder, wahrscheinlich alle 1, 2, 3 Tage, wieder mal vielleicht irgendwo ein kurzes Video, schreibst Texte dazu, hast laufend einen Fotografen oder auch die Agentur, die bei dir ist und Fotos macht und so weiter. Das bringt dir im Endeffekt in deiner bekannten Region von Menschen, die dich schon kennen, ja, du hast hier Menschen, die dich schon kennen, ja, und wenige Menschen, die du erreichst, damit wenige neue Menschen, sondern du hast in erster Linie die Menschen, die dich kennen, die von irgendwann schon mal was gehört haben, die du damit erreichst, wo du dein Branding quasi, also deine Bekanntheit einfach aufpolierst. Und im Performance Marketing, in unserer Funnel-Formel-Methode, hast du jetzt einfach gezielt folgende Vorteile. Ja? Du kannst gezielte Zielgruppenansprache. Wir können ganz genau sagen, ich möchte Männer oder Frauen im Alter von so und so in der Region erreichen und ganz genau mit dieser Botschaft ansprechen. Ja? Du hast eine hohe Reichweite, weil wir nutzen eine andere Strategie. Wir posten nicht, sondern wir machen bezahlte Facebook-Werbung. Ja? Wir nutzen die Unternehmensübergebung von Facebook und machen hier gezielt Reichweiteaufbau in deiner Zielgruppe. Und wir nutzen hier künstliche Intelligenz, um hier nicht nur Reichweite aufzubauen, sondern genau die richtigen Menschen, die du erreichen möchtest, zu erreichen. Du erhältst exklusive Anfragen. Vor allem messbar, weil wir genau messen, wie viele Anfragen kommen über welche Anzeige. Und du kannst genau sagen, okay, ich habe 5 Anfragen und habe damit zum Beispiel 1 oder 2 Aufträge damit gemacht und 5 Anfragen haben mir jetzt zum Beispiel x Euro gekostet, ja, und ich habe damit x-tausend Euro jetzt verdient. Somit weißt du, genau das rechnet sich. Wenn du im Content Marketing, kann es sein, dass vielleicht irgendwie mehr Anfrage kommt oder irgendwie eine Anfrage kommt, du weißt es aber nicht, weil du müsstest halt die Menschen fragen, weil du ja keinen Prozess hast, weil du nur einen einstufigen Prozess hast. Und wir haben hier einen dreistufigen Prozess. Und der nennt sich Traffic, also Reichweite. Und das nennt sich Funnel, wie hier Funnel-Form-Methode, der Trichter. Und das nennt sich Conversion, das heißt der Abschluss, die messbare exklusive Anfrage von einem Interessenten aus deiner Zielgruppe, der exklusiv bei dir anfragt, bevor er überhaupt auf die Suche geht und in den Vergleich geht mit anderen Anbietern. Ja? Du hast kurzfristige Anpassungen sind möglich. Das heißt, kommen wir drauf, dass die Qualität der Anfragen oder dass wir von den Anfragen noch gezielt eine Frage mehr haben möchten, weil er zum Beispiel sagt, okay, jetzt bei einem Wintergarten gibt es jetzt noch eine neue Version, die wir jetzt entwickelt haben, ja, und ich kann jetzt gezielt nochmal abfragen, ob das für ihn eine Option wäre. Das heißt, wir führen Menschen spielerisch durch einen Prozess sozusagen durch, um die exklusive Anfrage zu generieren. Und das können wir immer anpassen in Zusammenarbeit, in Abstimmung. Wie ist die Qualität der Anfragen? Das ist das, was wir können. Wir arbeiten zahlenbasiert, ja, mit künstlicher Intelligenz, um das zu optimieren. Ja. Und haben
Da kommen wir wieder auf das Thema transparente Erfolgsmessung. Ja? Wir haben eine transparente Erfolgsmessung. Wir wissen ganz genau, wie viele Kontakte wir Ihnen gebracht haben, wir dir gebracht haben. Und du weißt ganz genau, sozusagen, rechnet sich das für mich, ja, aus diesen Kontakten, wie viel Umsatz mache ich dadurch sozusagen. Das heißt, das Ganze wird einfach messbar. Und das ist das, was den wesentlichen Unterschied hier ausmacht, ja, dass wir da mal drüber sprechen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, das ist ganz wichtig, sondern wenn das dein Ziel ist, Neukunden zu gewinnen und nicht nur Reichweite und Bekanntheit aufzubauen, dann ist das die Methode, mit der du starten musst. Und das kannst du, wenn du noch Zeit hast, zusätzlich machen. Aber wenn du sagst, ich zahle für das jetzt x, weiß ich nicht, wie viel Euro im Monat dafür und dann bleibt mir nichts mehr übrig und hoffe darauf jetzt, dass ich mehr Umsatz mache, dann kann ich dir sagen, das ist der falsche Weg, definitiv. Transparente Erfolgsmessung. Was nämlich hier auch passiert, was ist das Ziel hier? Das Ziel hier ist, das eigene Unternehmen bekannt zu machen. Genau das schaffen wir mit unserer Methode zusätzlich, ja, und das aber auch nicht nur in diesem Umkreis, die uns schon kennen und vielleicht, weil es geteilt wird, den anderen, bei noch vielleicht ein paar anderen und so weiter, sondern eben auch, ich schreibe es hier mal her, eigenes Unternehmen bekannt machen, ja. Das passiert in deinem Expertengebiet, in deiner Region zusätzlich. Das sind diese 6 Punkte. Gezielte Zielgruppenansprache, hohe Reichweite, du generierst exklusive Anfragen. Man kann in deinem Prozess, im Gegensatz zu, wenn man jetzt Zeitungswerbung macht oder vielleicht auf Messen ist und man hat alles vorbereitet, man hat kurzfristige Anpassungen möglich. Man kann teilweise binnen Minuten, sage ich mal, eine Anpassung tätigen, während die Anzeige, während die Werbung läuft, kann man das einfach immer optimieren. Das Zahlen und Fakten basiert, weil wir genau wissen, auf welche Zahlen wir achten müssen. So. Und diese Zahlen gehen wir dann auch immer gemeinsam natürlich durch. Ja. Die transparente Erfolgsmessung, wie gesagt, jeder Lead, jede Kontaktanfrage wird bei uns in einem eigenen Portal gesammelt, wo du dann ganz genau quasi siehst, das kommt von uns, das kommt von Sonnys, ja, und das eigene Unternehmen bekannt zu machen. So, das ist einfach das Thema, den Platzhirsch in diesem Bereich zu werden. Das war jetzt mal ein Video, das ich mir schon länger vorgenommen habe. Ja, es ist ein spontanes Video und vielleicht auch nicht perfekt, ja, aber mir war es jetzt wichtig, dass die Botschaft mal rüberkommt, weil ich einfach sehe, dass viele Unternehmen das vielleicht nicht wissen. So. Und je nachdem, was dein Ziel ist, ja, aber wenn es dein Ziel ist, dass du merkst, hey, ich bräuchte jetzt eigentlich mehr Anfragen. Wie gesagt, das funktioniert speziell für Fachfirmen im B2C-Bereich. Auch im Bereich PV, Solar funktioniert das extrem gut. Also alles, wenn du dir vorstellst, du hast Produkte, die sich irgendwo rund ums Haus bewegen, im Endkundenbereich, ja, im Business-to-Customer-Bereich, im Endkundenbereich sozusagen, dann funktioniert unsere Methode definitiv gut. Und wenn du jetzt erfahren möchtest, wie könnte das jetzt für dich vielleicht speziell funktionieren, wie könnte das für dein Unternehmen funktionieren und wie kann man das aufbauen, was kostet das Ganze dann im Speziellen, was ist deine Investition sozusagen und was bringt es dann auch für dich, ja? Und dann kann ich dir empfehlen, einfach mal eine kostenfreie strategische Beratung zu buchen. Du gehst hier einfach auf sonnys-solutions.com. Ja, dort findest du auch noch ein paar Informationen über das Thema Neukundengewinnung und Mitarbeitergewinnung, auch Videos und so weiter. Da kannst du dir dort einen Termin direkt buchen, in einem Kalender auch direkt buchen und kannst mir, und wir machen mal ein persönliches ein Erstgespräch. Im Erstgespräch schauen wir uns mal grundsätzlich an, ist völlig gratis, kostenfrei, kannst du jederzeit buchen. Schauen wir uns dann einfach mal an,
Können wir dir helfen? Und wenn ja, wie kann der Prozess dann auch aussehen? Und wenn wir gemeinsam feststellen, okay, wir sind uns sympathisch und wir können dir helfen, wir können dir deiner Unternehmen helfen, weil wir hier schon Fallstudien haben, weil wir hier schon Beispiele haben und dir die Ergebnisse zeigen können auch, dann machen wir eine strategische Beratung. Und in dieser strategischen Beratung schauen wir uns dann wirklich ganz genau an, wie kann der Prozess dann auch für dich funktionieren, für dein Unternehmen funktionieren, wie können wir hier zusammenarbeiten. Und wenn du sagst, ja, das klingt interessant, lass uns das starten, ja, dann gehen wir dann direkt auch in die Umsetzung. Ja. Also wenn du Interesse hast und sagst, das könnte vielleicht ein Thema sein, weil ich bin gerade in der Situation, dass ich sage, ich merke, meine Aufträge werden weniger, ich bin in der Situation, dass ich sage, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich habe Angst vor der Zukunft, ich habe mir in der Vergangenheit nie Sorgen machen müssen um neue Aufträge, die kamen halt einfach rein und jetzt muss ich schauen, wie komme ich an neue Aufträge und weiß jetzt nicht so recht, wie ich da jetzt da angehe. Bevor du da jetzt irgendwelche Kurse kaufst oder sonst was, lass uns mal einfach sprechen und dann kann ich dir einfach mal zeigen, ob und wie wir das vielleicht in deinem Unternehmen implementieren können, ob die Funnel-Formel-Methode das Richtige für dein Unternehmen ist. Ja? Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Ich freue mich, wenn wir vielleicht gemeinsam auch schon uns bald ja, hören, sprechen, einfach mal telefonieren. Und wünsche dir alles Gute, liebe Grüße, dein Roland Sonnleitner.